Willkommen zu einer neuen Folge von Pesper Diary. Ich sitze jetzt gerade wieder in der G-Klasse und heute ist etwas angekommen, worauf ich mich schon sehr lange freue und was auch eine Weile gedauert hat, bis es jetzt gekommen ist, 4 Wochen um genau zu sein, und das Video wollte ich eigentlich schon viel früher rausbringen, und dieses Teil ist auch der Grund, warum wir immer noch nicht losgefahren sind auf Reisen, also seid gespannt, was ich mir jetzt wieder gegönnt habe. Ich habe jetzt gerade die Empfangsbestätigung gekriegt, dass mein neues Dachzelt angekommen ist. Ich habe mir jetzt so ein Alu-Klapp-Dachzelt gekauft. Wir hatten ja hier auf diesem Auto die ganze Zeit so ein klassisches so zum Aufmachen für ein Tausender, also diese Dinger, die es halt immer aus China gibt. Und ich war jetzt nicht so richtig zufrieden mit dem Teil, denn das Problem bei dem ist, bei der Höhe dieses Fahrzeuges hier kommt man einfach super schwer ran, um das Teil auf- und abzubauen. Und es hat dann, ich habe mal durchgerechnet, eine halbe Stunde immer gedauert für den Aufbau und eine halbe Stunde für den Abbau. Und das bedeutet, dass ich da einfach keinen Bock habe, wenn wir mit dem Auto hier unterwegs sind, immer das auf- und abzubauen. Dementsprechend habe ich das jetzt nochmal geswitcht. Ich habe das alte bei eBay Kleinanzeigen verkauft und neues bestellt. Und es hat jetzt eine Weile gedauert, bis es da ist. Aber jetzt ist es endlich da und jetzt gehen wir mal rüber, bauen das Ding da mal drauf. Da sind nämlich ein paar Leute und es wiegt auch 60 Kilo, dieses Dachzelt. Und wir gucken uns jetzt mal genau an. Es ist gestern doch ein bisschen später geworden und auch schon dunkel, als ich das dann wirklich fest hatte, das Dachzelt. Deswegen bin ich jetzt wieder zu mir in die Werkstatt gefahren und wir gucken jetzt mal auf das Dachzelt, was ich mir hier gegönnt habe, was es ist. Also ich kenne die Dachzelte normalerweise immer von AluCap. Die haben ja aus Alu Dachzelte gebaut. Die sind auch schwarz, die sehen so ähnlich aus, die sind glaube ich ein bisschen höher. Aber es gibt mittlerweile auch Nachbauten davon, denn die AluCap kosten glaube ich um die 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Das wollte ich mir natürlich nicht leisten, ist ja wohl klar. Ich habe jetzt dementsprechend so einen Nachbau gekauft für 1.600, 1.700 Euro. Und der Vorteil bei diesem Ding ist, wir können es einfach super schnell aufklappen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe hier so eine Halterung, Nummer 1. Dann habe ich das gleiche hier nochmal drüben auf der anderen Seite. Da können wir schon hochmachen. Das ist einfach super schnell aufzubauen. Ich habe nämlich wirklich keinen Bock, immer abends noch ewig zu brauchen dafür. So, man kann sich hier jetzt ganz entspannt schon reinsetzen. Es gibt hier jetzt nochmal so ein Stäbchen, damit das Vorzelt noch ein bisschen da ist. Denn wenn es jetzt irgendwie krasse Sonne ist oder mega krasser Regen, dann willst du natürlich keine nassen Füße kriegen. So, hier haben wir jetzt die Halterung. Können wir hier einstecken. Normalerweise braucht man bei so einem Dachzelt ja mal ein Mesh, also noch so eine Unterlage unter der Matratze, damit es halt einfach nicht gammelt. Die ist auf jeden Fall auch ziemlich dünn. Aber das Schöne ist, hier unten drunter ist jetzt auf jeden Fall schon so ein Mesh, weil das Grundproblem bei den Dingen ist einfach, dass wenn du hier drin schläfst, die Feuchtigkeit dann unten nicht mehr weg kann, weil es eine fette Platte ist. Da hilft dieses Mesh einfach mega. Man muss hier bei dem Dachzelt immer schauen, also wenn du jetzt über 2 Meter bist, wird es hier auf jeden Fall eng mit den Füßen. Also bei mir passt es jetzt noch ganz knapp, so mit 1,85, damit wir hier unten nicht so gegenstoßen. Was cool ist, man hat hier noch so Fächer, kann man seine Handys reinpacken, seine Powerbanks, wenn man hier noch was laden will. Und hier an den Seiten auch. Zudem kann man das hier auch noch schön aufmachen, dass hier so ein bisschen noch die Luft reinkommen kann. Denn ich denke mal, bei einem schwarzen Dachzelt wird es dann doch relativ schnell relativ warm hier drin. Ich finde, dass die Verarbeitung hier von allem ziemlich gut gemacht ist. Man kann hier auf jeden Fall sich gut drin aufhalten und irgendwie wirkt alles sehr hochwertig. Die Nähte sind okay, die Nähte sind verschweißt. Aber am Ende gibt es hier oben über das Dachzelt gar nicht so viel zu sagen. Deswegen baue ich das jetzt wieder zusammen. Dauert um die Minute, habe ich vorhin schon mal getestet, um das wieder klein zu kriegen. Das ist das, was ich wollte. Aber wir wollen das Ding hier noch ein bisschen upgraden. Und da habe ich jetzt noch was vorbereitet. Das Gummiband hier ist auf jeden Fall eine sehr smarte Lösung, dass man das schön zusammendrücken kann. Also wenn ich das jetzt hier ziehe, weil da oben komme ich ja eh nicht so gut ran, der Stoff hier sich schon ein bisschen zusammendrückt. Da gibt es jetzt hier auch noch so einen Schlüssel, mit dem ich das hier auch einmal noch fest zumachen kann. Aber durch die Seitenclips hält es eigentlich trotzdem auch so relativ gut, glaube ich. Also ich denke, das ist hier eine ziemlich solide Geschichte. Also so ein Alu-Teil ist schon richtig, richtig geil, glaube ich. Es hat jetzt vielleicht eine Minute gedauert, das zusammenzubauen. Das ist ja genau das, was ich hier auch für das Auto wollte. Das ist einfach viel, viel zu hoch, um hier irgendwie tausendmal rumzukraxeln und noch Schnüre drum und. Deswegen war das hier ein Must-Have für mich, für dieses Auto.
Ich will hier vorne auf dem Auto noch eine Frontrunner-Box drauf haben, oben auf dem Dachzelt. Und zusätzlich auch noch den Ersatzkanister, denn ja, wir brauchen hier höchstwahrscheinlich irgendwann auch mal noch einen Zusatzkanister. Deswegen kommen die beiden Sachen da drauf. Die waren ja schon vorher auf dem Dach oben und jetzt soll es halt wieder drauf, aber aufs Dachzelt. Und wir werden es jetzt so lösen. Also man kann hier schon ordentlich was oben mit draufpacken. Ich werde jetzt hier Airline-Schienen oben draufkleben und auch noch ein bisschen mit verschrauben. Und danach, wenn die Airline-Schienen drauf sind, mein Gewicht hier nach vorne verlagern, denn durch den Kippwinkel können wir hier vorne schon noch einiges an Gewicht draufsetzen. Da werden Ersatzteile für die G-Klasse reinkommen und die Dieselkanister auf der anderen Seite und dann sollten wir das eigentlich ganz gut alles hinkriegen. Also ich werde das jetzt aber auch schon so vorbereiten mit den Airline-Schienen, dass wir theoretisch das Ganze da oben noch mit Solar bespannen. Ich hätte jetzt schwarze Airline-Schienen holen können und schwarze Querstreben, kostet aber richtig, richtig Geld. Dementsprechend habe ich mir jetzt überlegt, dass ich die einfach selber lackieren werde. Ich werde jetzt als allererstes mal anpassen, dass das jetzt hier oben richtig dann drauf sitzt auf dem Dachzelt und es dann damit verschrauben und vernieten und dann das hier alles nochmal lackieren, bevor wir dann unsere Box und unsere Ersatzkanister, die hier liegen, also hier ist die Halterung von den Ersatzkanistern, dann da oben drauf spannen. Ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen cineastisches Licht rausgesucht und bin mit der G-Klasse nochmal zum See gefahren. Denn man sieht da oben, da ist jetzt schon was drauf. Denn die Sache ist, bei diesem Zelt, da kann man einfach oben noch was drauf machen. Es gibt auch Halterungen dafür, aber die habe ich gar nicht. Und die gab es auch nicht, konnte man nicht kaufen. Dementsprechend habe ich mir jetzt selber gebaut aus Airline-Schienen und das zeige ich euch jetzt kurz. Ich habe ja, wie ihr vorhin schon gesehen hattet, hier die Bohrungen gemacht für die Airline-Schienen. Hier ist einfach so das härteste Material, was ich hatte. Man hätte es auch hier raufsetzen können, aber hier ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen besser. Ich habe die jetzt einfach selber lackiert und mir aus den Alu-Stangen, die ich mir noch besorgt hatte, jetzt Träger gebaut. Das ist jetzt verschraubt und auch geklebt hier drauf, also so wie es eigentlich sein sollte. Habe ich ja letztens schon beim Hyundai auch gemacht, hat wunderbar funktioniert, habe ich also wieder so gemacht. Hier ist jetzt die Box, wo das ganze Zeug reinkommt, was man hier im Auto nicht haben will. Und hier sind noch die Kanister auf der anderen Seite. Ich habe jetzt schon alles vorbereitet da hinten, dass man hier nochmal Platz hat, um Solarpanels festzumachen, wenn dann irgendwann mal da Solarpanels draufkommen sollten. Denn hier Solarpanels wäre schon mal richtig geil. Wir werden nochmal eine andere Lösung finden, darum wird es im nächsten Video gehen. Da will ich jetzt noch nichts verraten, aber irgendwann sollen hier nochmal Solarpanels oben drauf. Oder vielleicht auch ein Boot oder so, mal gucken. Auf jeden Fall die Dämpfer, die tragen das schon. Wir haben das jetzt mal so getestet und es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und jetzt klappt das dann einfach so mit nach vorne. Also ich werde natürlich jetzt nicht die ultraschweren Sachen da drauf machen und die Dieseltanks natürlich auch nur voll machen, wenn wir sie brauchen. Also wird jetzt vielleicht mal 10 Liter drin sein, denn es ist momentan leider auch so, dass die Tankanzeige nicht funktioniert, habe ich festgestellt. Und ja, dann werde ich mal 10 Liter da oben schon noch mal mitführen, dass, wenn es dann doch mal irgendwo nicht reicht, ich noch was nachkippen kann. Aber das ist jetzt auf jeden Fall hier oben auf dem Dach so gerade das Setup, wie ich mir das vorstelle zum Losreisen. Eine kleine Box mit nicht viel Gewicht und auf der anderen Seite noch die Tanks. Und ja, wäre halt auch übelst geil, hinten noch ein Boot drauf zu packen. Irgendwas, was irgendwie leicht ist. Vielleicht ein Zap oder so, ich weiß noch nicht genau. Wer auch so ein Dachzelt haben will, ich habe leider gesehen, dass sie jetzt ein bisschen teuer geworden sind, als das, was wir jetzt bezahlt haben. Ich verlinke euch das hier unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das dann auch holen. Das gibt es einfach bei eBay, das Teil. Gibt es von verschiedenen Firmen. Am Ende sind es alles die gleichen, würde ich mal sagen. Die werden alle in China produziert und alle kleben da einfach nur ihr Label drauf, so wie es immer ist. Ist auf jeden Fall kein Alu-Cap. Ist der billige Nachbau davon. Ist immer noch richtig teuer, aber ich finde, man bekommt auch richtig was für sein Geld bei dem Teil. Also ist auf jeden Fall ziemlich wertig, finde ich. Also wertiger, als ich mir das vorgestellt habe, das Dachzelt. Und ja, überlegt es euch. Also für uns ist auf jeden Fall ein mega Upgrade, so ein Teil zu haben, anstatt ein normales Dachzelt. Das ist auf jeden Fall das Geld wert, finde ich. So, damit sind wir jetzt eigentlich fast reisefertig hier mit dem Auto. Wir haben noch ein paar ganz weirde Sounds unten aus dem Motorraum. Da werde ich mich aber höchstwahrscheinlich dann erst unterwegs drum kümmern. Ich bin mega gespannt. Ihr solltet ja auch was zu sehen haben. Also mal gucken, was ja an diesem Fahrzeug alles so kaputt geht. Ich sage das auch ein bisschen so mit einem lächelnden Auge, weil ich mich ja irgendwie auch wieder ein bisschen drauf freue und so in Werkstätten unterwegs zu sein. Das ist eigentlich immer eine geile Sache gewesen. Und
Wir werden höchstwahrscheinlich auch in Länder fahren, wo man unterwegs vielleicht auch nochmal so eine alte G-Klasse reparieren kann. Ich habe mir da schon ein bisschen was rausgesucht. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch für eine Reiseroute überlegen würdet mit diesem Auto. Und es wird auf jeden Fall wieder Richtung Osteuropa gehen und mal gucken, wo wir das Ding hier durchs Gelände jagen können. Da freue ich mich sehr, sehr doll drauf. Und mal gucken, was wir unterwegs an diesem Auto auch noch machen. Denn so ein Fahrzeug kommt bei mir am Ende auch immer in einem besseren Zustand zurück, als dass wir losgefahren sind. Also ich bin mal gespannt, ob wir noch eine Lackierung machen oder, ach wer weiß, mal gucken. Ich bin da ganz offen, wir werden sehen, was sich so unterwegs ergibt. Wem das Video gefallen hat, der lässt gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann in einigen Tagen schon wieder. Wenn es hier weitergeht mit der Inneneinrichtung und was wir alles noch so zum Reisen mitnehmen und noch ein paar andere Updates. Dach sind wir jetzt soweit erstmal fertig, das bleibt jetzt so, wie es sein soll. Der Wagen geht hier morgen nochmal ganz kurz in die Werkstatt, um eine Kleinigkeit zu regeln mit der Lenkung. Da bin ich noch mit was nicht ganz zufrieden, habe noch ein Ersatzteil gefunden, werden wir reparieren und wir sehen uns dann in einigen Tagen wieder, wenn es hier weitergeht. Bis dann, Leute. Ciao.